Hallihallo, hier ist Mr. Helper und ich zeige euch heute, wie ihr Silberbesteck wieder sauber bekommt. Die schwarze Patina von Silber entsteht durch eine chemische Reaktion mit in der Luft enthaltenem Schwefelwasserstoff. Natürlich könnt ihr Silber, so wie es schon andere in ihren Videos empfohlen haben, mit einem Mikrofasertuch reinigen. Ich zeige euch heute aber einen simplen Trick, wie ihr das Silber ohne mühsames Putzen wieder zum Glänzen bringt. Dafür braucht ihr eine Schüssel, einen Teelöffel ganz normales Speisesalz, ein paar Schnipsel Alufolie und heißes Wasser. Zuerst legt ihr euren Silbergegenstand in eine Schüssel. Dann gebt ihr einen Teelöffel Salz hinzu. Jetzt legt ihr noch Alufolienschnipsel hinzu und füllt die Schüssel mit heißem Wasser auf. Muss natürlich alles unter Wasser sein. So, und nach 1-2 Minuten werdet ihr merken, dass sich die schwarze Patina vom Silber langsam löst. Es ist ganz wichtig, dass ihr das Silberbesteck rechtzeitig wieder herausholt, also nach 2-3 Minuten, sonst entsteht eine Schicht, die ihr nur sehr schwer wieder entfernen könnt. Jetzt nach 2 Minuten holt ihr das Silber raus und wascht es mit fließendem Leitungswasser ab. Wenn das Silberbesteck nach der ersten Behandlung noch nicht ganz sauber sein sollte, solltet ihr das Silber mit normalem Wasser abwaschen und den Vorgang dann nochmal mit einer neuen Schüssel, neuer Alufolie, neuem Salz wiederholen. Ihr seht, wenn ihr es gründlich abgewaschen habt, strahlt das Silber wie niemals zuvor. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Video ein bisschen helfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, ich bin Mr. Helper, bis dann.